So, hallo und herzlich willkommen in meinem Videokeller mal wieder. Kann ich den mal in Ruhe nutzen? Und zwar mache ich heute mal eine Reaction. Fast schon eine richtige Reaction. Das tut mir zwar irgendwo ein Stück weit weh, aber es ist tatsächlich die einzig wahre, sinnvolle Herangehensweise für das Thema, das ich heute ansprechen möchte. Und zwar gibt es da jemanden, das ist ein guter, das ist der Robert Marc Lehmann. Ja, der macht sehr viel für den, wer den gar nicht kennt, ne? Der macht sehr viel für den Umweltschutz, ist Meeresbiologe, gelernter und also Studierter und setzt sich da also eben, seit er da keine Lust mehr hat, als Taucher Fische zu fangen und die dann in irgendwelchen Aquarien abzusetzen. Setzt er sich sehr eben für den Erhalt insbesondere der Meere und aquatischer, nasser Lebensräume ein und hat das Ganze im Laufe der Jahre jetzt noch ausgeweitet, dass er sich so ziemlich jede Natur einsetzt. Hat eine große Reichweite, sorgt also damit durchaus für viel Aufmerksamkeit für Umweltschutzprojekte, kann da auch ordentlich Geld für zusammenkratzen für solche Umweltschutzprojekte und das ist grundsätzlich alles ganz wunderbar. Ja, also wirklich ohne jeden Sarkasmus oder Ironie und Ähnliches, das ist wirklich prima. Ob das ganz reichen würde, ist eine andere Frage, aber es ist trotzdem wirklich super und jeder, der da irgendwas in diese Richtung tut, ist hilfreich und das müssen wir neidlos anerkennen und wer sich daran beteiligen möchte, darf das wegen mir selbstverständlich jederzeit sehr, 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 sehr gerne machen. So, jetzt ist der gute Robert Marc Lehmann allerdings eben Meeresbiologe und kein Waldmensch, beziehungsweise kein Waldexperte im engeren Sinne, dass er sich speziell auf dieses Ökosystem spezialisiert hätte. Ja, ich gehe mal davon aus, dass der ungefähr so viel vom Wald weiß oder vielleicht ein bisschen mehr als ich vom Ozean, weil da habe ich nicht viel Ahnung, das ist nun wirklich so gar nicht mein Fachgebiet, Wald hingegen schon. Ja, und das heißt, wir sind quasi so die gegenseitigen Pole eines Magneten, wenn man so möchte, jetzt rein von der Qualifikation, der fachlichen Qualifikation her. So, jetzt hat allerdings der Robert eben auch mal ein Video zum Wald gemacht, das hat er schon ein paar Mal, aber in diesem Fall habe ich jetzt ein paar Anmerkungen. Ich würde mich ja auch gar nicht erdreisten, jetzt hier da einen längeren Monolog dazu zu führen und Dinge zu meiner Meinung nach her ergänzend richtig zu stellen, wenn nicht irgendwo in der Mitte dieses Beitrages der Robert tatsächlich nicht gefragt hätte, ob ihm mal jemand etwas erklären kann. So, und das kann ich. Und im Rahmen dessen dachte ich mir, tue ich das doch mal. Ja, und ich werde dann also an den entsprechenden Stellen auch einfach mal den Herrn Lehmann da, beziehungsweise den Robert, ich gehe mal davon aus, dass wir alle per Du sind, ne? Persönlich anquatschen und bis das soweit ist, den Rest für die anderen. Weil der Mann hat ja keine Zeit. Also ich gehe davon aus, wenn er überhaupt irgendwie mitbekommt, dass ich kleines Licht am YouTube-Firmament was zu ihm gemacht habe, dann würde er wahrscheinlich höchstens den tatsächlich relevanten Teil, wozu er wirklich eine Frage hatte, sehen wir wollen, möchten, vielleicht, eventuell, wie gesagt, nur falls er das überhaupt mitbekommt. Und daher beschränke ich mich da auf die persönliche Anrede und ansonsten generell für alle. So, das Ganze ist streng genommen ein Reaction-Video, bedeutet, ich blende immer mal wieder Bildmaterial vom Robert Marc Lehmann ein und damit wir dann den Kontext haben, wozu ich jetzt was sagen möchte. Nicht das gesamte Video, sondern nur eben die Teile, zu denen ich auch was zu sagen habe. Wo ich nichts zu sagen habe, das blende ich auch nicht ein. Es wäre also von daher vielleicht eine gute Gelegenheit, wenn ihr Lust habt, euch das Original, das ist unten verlinkt, nochmal anzugucken, einfach für den größeren Zusammenhang, damit man dann den Kontext besser hergestellt bekommt. So, und damit kommen wir zum ersten Clip. Ja, eigentlich sollte hier jetzt der Robert Marc Lehmann was erzählen, jetzt erzähle aber schon wieder nur ich was. Das liegt daran, dass ich tatsächlich die Stelle nicht mehr finde, die ich da eigentlich vorgesehen hatte. Aber ja, er erwähnt sowas in die Richtung, mindestens zwischen den Zeilen an verschiedenen Stellen. Ich denke, da können wir mehr oder weniger drauf verzichten, worum es geht. Hört er gleich und beim nächsten Clip gibt es dann tatsächlich auch einen Clip, den ich beim Robert geklaut habe. Ne? Also daher hier jetzt nur einfach kurz mal ein Platzhalter, weil ja die Technik und ich und ach, es ist alles nicht so einfach. Ja, das Leben ist hart. Und das war er auch schon und das bedeutet, dass ich jetzt was zu sagen habe und zwar die Frage nach dem Waldsterben, gibt es denn das überhaupt so in dieser Form? Es ist hier ziemlich aggressiv, das wird gar nicht in Frage gestellt, dass ein globales Waldsterben stattfindet. Das kann man durchaus so ein kleines bisschen differenzierter betrachten und ich wollte einfach mal ein paar Gedanken zu teilen. Grundsätzlich bin ich ja durchaus einverstanden, aber einfach zur differenzierten Betrachtungsweise. Erstmal
erstmal Waldsterben, seit wann und was ist eigentlich der Ursprungszustand, von dem aus der Wald abgenommen haben muss, damit wir von einem solchen reden können. Und da bietet sich an, einmal zwei große Phasen in der Welt Mensch-Populationsentwicklung, nämlich das wäre zum einen Klobumbus und die Entdeckung Amerikas. Ja, der Mann heißt Kolumbus, aber ich habe mir irgendwann mal Klobumbus angewöhnt, weil das schöner klingt. Zweitens die Industrialisierung. Beides Phasen, die nachhaltig zu einem großen globalen Waldrückgang geführt haben. Tatsächlich haben wir seit eben diesen beiden Faktoren und allem, was dazwischen passiert ist, selbstverständlich, da liegen ja durchaus ein paar Jahrhunderte dazwischen, muss man so sagen, zuerst mal, bevor der Mensch sich eingemischt hat, betrug die weltweite Waldfläche etwa 2/3 der Landoberfläche. Soll heißen, wo immer man irgendwo am Festland unterwegs oder auf dem Land, nicht im Wasser, unterwegs sein konnte, da bestand man zu 2/3 im Wald, so in etwa, ne? Kann man ungefähr ganz simpel so umschreiben. Von diesen 2/3 haben wir 1/2 gerodet, seit wir eben viele geworden sind. Bedeutet, wir haben die weltweite Waldfläche im Grunde halbiert, wir Homo sapiens. Das darf man schon als Waldsterben bezeichnen, allerdings ist es eins, das sich über Jahrhunderte hingezogen hat. Ob es aktuell gerade so weitergeht oder nicht, da kann man sich jetzt kloppen. Tatsächlich gibt es nämlich eine Statistik, die häufig von Gegnern eines globalen Waldsterbens herangezogen wird, die besagt, dass China und diverse andere Länder, aber allen voran China, so stark aufforsten, dass die weltweite Entwaldungsrate nahezu auf fast null zurückgegangen ist. Das heißt, es findet noch eine Entwaldung statt, die ist aber sehr, sehr gering. Und wenn sich China noch ein kleines bisschen mehr anstrengt beim Nachpflanzen von Wäldern, dann wird es tatsächlich zu einer weltweiten Aufforstung und nicht mehr zu einem weltweiten Flächenverlust von Wald potenziell kommen. Dazu kommt noch eine natürliche Bewaldung, die durch den Klimawandel in Regionen entsteht, in denen jetzt erst Waldwachstum überhaupt möglich ist. Soll heißen Südsibirien. Früher wuchs da kein Wald, jetzt schon. Ja, Südalaska, auch da gibt es auf einmal, was heißt Süd, ne? Also nicht ganz, ganz Norden, sondern so ein bisschen weiter drunter. Da, wo es gerade so der Übergang ist zwischen Tundra, also baumlose Sumpflandschaften sozusagen, und Taiga, boreale Nadelwälder, da wächst die Taiga jetzt weiter nach Norden. Bedeutet also, dass sich der boreale Nadelwaldgürtel, der einmal komplett um die Nordhalbkugel verläuft, nach Norden weiter ausdehnt. Und das ist eine zusätzliche natürliche Zunahme der Waldbedeckung des Planeten, die ein Stück weit die Entwaldung, sprich Bäume fällen im Amazonasgebiet beispielsweise, ausgleichen könnte, wenn man das dann so sehen möchte. Allerdings muss man der Fairness halber auch sagen, die Wälder, die dazukommen, die sind jetzt erstmal jung. Sie sind bestenfalls junge Urwälder, das Zeug, was in Sibirien und Alaska und Kanada und so weiter und so fort nachwächst. Das sind streng genommen Urwälder, das waren vorher Urwälder, wenn sie jetzt neue dazuwachsen, sind es auch Urwälder, sie sind halt einfach nur jung. Das ist gut, aber zum Beispiel die Wälder, die China aufforstet, das ist grundsätzlich auch gut, nur ersetzt ein aufgeforsteter Wald in China halt eben nicht die gleiche Fläche ehemaliger Amazonas-Urwald, das artenreichste terrestrische Ökosystem des Planeten. Das ist also ein schlechter Vergleich. Also wenn du den besten Wald der Welt wegnimmst und dafür einen, ja geht so, ist ganz nett, schön, dass sie aufforsten, aber ja, ist mal ganz nett, Wald als Ausgleich bekommst, dann ist die Rechnung nicht ausgeglichen. Und so gesehen, ja, ich würde auch sagen und mich insgesamt dieser Aussage völlig anschließen wollen, dass es ein Waldsterben gibt, ein globales, und dass dieses gravierende Auswirkungen haben wird. Welche Auswirkungen das haben wird, beziehungsweise warum das Ganze so schlimm ist, ein paar Gedanken in diese Richtung gibt der Robert dann später in seinem Beitrag, den kann ich mich nur anschließen, das ist definitiv so. Ich will auch an der Grundaussage, dass Entwaldung schlecht ist, überhaupt nicht rumnörgeln, das ist schlecht, keine Frage. Nur einfach, damit wir hier mal das Ganze ein bisschen differenziert haben. So, nächster Clip. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr mir gut zuhört, damit ihr meine Fehler erkennt. So. Massiv, groß und äußerst dramatisch. Ja, aber nicht da. Das ist der geile. Das ist das Urwaldprojekt von Peter Wohleben. Wunderschöner Buchenmischwald. Da sind Buchen drin, über 100 Jahre alt. So geil. So geil, ey. So,
Und da sehen wir jetzt einen wohl wunderschönen Buchenmischwald vom Herrn W. Und die sind über 100 Jahre alt. Ja, ne? Also zunächst mal das Bild, was ich euch jetzt hoffentlich einblenden werde, das ist nicht wunderschön, sondern das ist ein kronentrockener Buchenwald. Dass die Kronen so viel Licht durchlassen, dass sie unten drunter eine derart üppige Verjüngung, also viele, viele junge Bäumchen wachsen können, ist ein Zeichen dafür, dass wir es entweder mit einem sehr, sehr jungen Buchenwald zu tun haben, der irgendwie den Kronenschluss noch gar nicht geschafft hat, oder Variante 2, ein Buchenwald, der eigentlich unten auf dem Boden kaum Vegetation zulassen sollte, weil kaum Licht durch eine geschlossene Buchenkrone, Kronendach hindurchfällt. Das führt zu wirklich ziemlich kahlen Waldböden, wo außer hier ganz seltenen Jungbuchen kaum was zu finden ist, weil ein Buchenwald dunkel sein muss. Ist ein Buchenwald nicht dunkel, ist er entweder überaltert, das ist aber bei knapp über 100 Jahre alt noch nicht der Fall. Buchenwälder werden locker 250, bevor sie Zersetzungsprozesse, im besten Fall 250, bevor sie Zersetzungsprozesse zeigen, ab spätestens ungefähr ab 200 sind welche im kleinen Rahmen möglich. Aber bis dahin sollte ein Buchenwald eigentlich ziemlich vital sein und noch keine Zersetzungsprozesse zeigen. Das bedeutet, dass da so viel Verjüngung unten drunter steht, heißt, dass durch die Kronen schlicht und ergreifend zu viel Licht nach unten kommt. Das bedeutet, die Altbäume sind nicht ausreichend vital und die beiden Baumkronen, die wir da in der Mitte des Bildes sehen können, die haben durchaus einen gewissen Trockenschaden erlitten. Die müssten mindestens doppelt so dicht belaubt sein. Das sieht man jetzt wegen dem Gegenlicht nicht so wirklich toll in dem Bild, um als halbwegs richtig gut gesunder Baum durchzugehen. So wie sie jetzt da stehen, würden die als krank klassifiziert werden, weil eben zu viel Laub fehlt, die Kronen zu klein sind und zu viel Licht auf dem Boden kommt. Insgesamt ist der Anblick des Waldes natürlich schön, weil so viel Grün drunter ist, weil es immer, wenn man sich da schön verstecken kann, weil man eben nicht durch den kompletten Wald durchgucken kann. Das ist aber nicht der natürliche Zustand eines Buchen-Urwaldes. Der besteht wirklich in der Optimalphase und in dieser befindet sich dieser Wald eigentlich noch. Bedeutet, vom Alter her müssten die Bäume super, super gesund sein. Da gibt es nicht viel Verjüngung drunter. Dass das hier der Fall ist, zeigt, das ist kein gesunder Wald. Es mag von mir aus ein Wald sein, der schon lange nicht benutzt, bewirtschaftet wurde und der sich lange in Richtung Urwald entwickelt, beziehungsweise zu einem unbewirtschafteten Wald entwickelt. Aber besonders gesund ist er deswegen nicht. Das ist erstmal ganz wesentliche Anmerkungen, die man hier machen muss. Außerdem gibt es in diesem Wald ganz wenig Anzeichen, die irgendwie darauf hinweisen, dass der nicht bewirtschaftet wird. Das heißt, die Bewirtschaftung ist erst kurze Zeit eingestellt und es haben sich noch keinerlei echte Urwaldstrukturen herausgebildet. Bedeutet, wir haben in diesem Wald eine sehr geringe Biodiversität. Fast jede Orchideenblühwiese, die überhaupt kein Wald ist, dürfte massiv mehr Biodiversität, also sprich einfach eine größere Artenzahl und auch einen höheren Anteil vor allen Dingen seltenerer Arten zu bieten haben, wie der Wohlleben-Urwald da. Außerdem ist ein Buchenwald in dieser Konstellation, wie wir sie sehen können, ein stinknormaler deutscher Standardwald, der sich auf fast jedem Standort, auf dem man halt eben mal die Fichte weglässt und Buchen pflanzt, relativ bald entwickeln würde. Also ein Seltenheitswert findet ebenfalls nicht statt. Peter W. behauptet zwar, dass er da irgendwelche unglaublich krassen Hornmilben in seinem Boden hätte, die den Boden zu was ganz Besonderem machen. Das ist aber mindestens extrem zweifelhaft. Und selbst wenn der Waldboden besonders gut in Schuss ist, führt das nur zu einer geringen Zunahme der Bakterienzahl, der Mikroorganismenzahl im Waldboden. Es bringt noch keine größeren Tiere, also alles, was größer ist als mikroskopisch klein, deswegen nennenswert hervor. Wir haben also kaum Lebensraum für Käfer, kaum Lebensraum für alle anderen Insekten und auch nur sehr wenig Lebensraum für holzzersetzende Pilze, die in der Gesamtbiodiversität eines Waldes eine ganz wesentliche Rolle spielen. Es fehlt nämlich das Totholz. Da liegt viel zu wenig totes Holz am Boden rum und es stehen viel zu wenig tote Buchen in der Gegend rum. Natürlich wünscht man sich nicht, dass der Wald stirbt und dann endlich tote Bäume aufkommen, aber einen gewissen Anteil, ein Mosaik aus lebenden Waldbereichen, die sehr gesund sind und tatsächlich
tatsächlich schon toten Waldbereichen oder nachgewachsenen Waldbereichen, in denen die Leichen der Eltern sozusagen noch drin liegen und als Futter für die Würmer bzw. Käfer bzw. Pilze und alles andere, was die Biodiversität erhöhen würde, dienen. Das fehlt hier alles völlig. Also von den paar Bildern, die wir hier sehen, und ich habe mir nicht die Mühe gemacht, mir sämtliche Aufnahmen, die ich zu diesem sogenannten Urwald von Wohlleben gefunden habe, anzugucken, ist das ein stinknormaler, okayer Buchenwald. Ja? Also er hebt sich aus der Masse nicht hervor. Er ist nicht schlecht, aber nichts Besonderes. Das möchte ich hier nur mal betonen. Dass das Ganze hübsch ausschaut, ja, aber das findet man wirklich mehr als genug inzwischen in Deutschland. Da muss man nicht lange suchen. Gerade da der Wald nicht mal besonders gesund ist. Ein geschädigter Buchenwald, der zwar noch dasteht, aber deutliche Schädigungssymptome zeigt, ist der absolute Standardzustand eines jeden Buchenwaldes, den wir haben. Der macht zwar momentan nur circa 15% der Waldfläche aus und ist damit deutlich unterrepräsentiert zu dem, was er eigentlich einnehmen sollte, nämlich etwa 65-85%, je nachdem, wen man fragt. Aber ja, nur damit wir das mal geklärt haben, damit wir das richtig einordnen. Also das ist so ein bisschen, als würdest du sprachlich über das Great Barrier Reef reden, als es noch vollständig intakt war, ja, und Bilder zeigen von, keine Ahnung, irgendeinem Otto-Normalverbraucher-Meer auf 2000 Meter Tiefe, wo nicht viel los ist. So in etwa stellt sich das dar. Weil die sprachliche Begeisterung, was für ein schöner Wald das doch ist, der Realität nicht entspricht. Es ist ein schöner Wald, es ist ein normaler Wald, es ist ein Standardwald. Man muss nicht über die Gebühr von einem Standardwald begeistert sein. Es gibt erheblich krassere und hübschere und schönere Waldbilder an Orten, wo man es niemals vermuten würde, zum Beispiel mitten im Ruhrpott, wo sich viel ältere und viel biodiversere und vor allem totholzreichere, strukturreichere Buchenwälder erhalten haben, die den Urwaldcharakter erheblich besser widerspiegeln, als das bei Wohllebensurwald der Fall ist, was natürlich ein Stück weit auch am Faktor Zeit liegt. Ne? Also wenn du jetzt einen Wald unter Schutz stellst und sagst, er soll jetzt zum Urwald werden, dann dauert das mindestens 100 Jahre, bis da nennenswerte Urwaldstrukturen sichtbar sind. Da kann keiner was dafür, auch nicht der Herr W. Punkt, aber das ist einfach eine Tatsache, die wir zurück berücksichtigen müssen. Und es ist ein schönes Marketing, dass ein seit 10 Jahren unter Schutz stehender Wald schon Urwald genannt wird, aber nichts anderes als Marketing, weil mit diesem Wald verdienen die auch weiterhin Geld. So kommen wir zum nächsten Clip. Und guck mal, normalerweise durch einen Wald in Deutschland, durch einen Forst, kannst du ja einfach so durchlaufen. Im Urwaldprojekt, wo also schon fast echter Urwald, also Urwald gibt es in Deutschland so nicht mehr, also tausende Jahre alten Wald, aber hier ist der Wald ja nachgewachsen, er ist seit vielen Jahrzehnten nachgewachsen und wird in Ruhe gelassen. Da kommt man hier und da auch mal ein bisschen schwieriger durch. Wir kennen alle das Regenwaldsterben im Amazonas, wir kennen alle das Verschwinden der Mangrovenwälder irgendwo in Südostasien. Aber natürlich findet das Ganze bei uns auch vor der Haustür statt, in unseren heimischen Wäldern. Zu verstehen. Den deutschen Wald gibt es so gar nicht. Also alter, intakter Laubwald, so wie dieser hier so, sah früher übrigens ganz Deutschland aus, dem geht es noch relativ gut. Und überall dort, wo wir naturferne Nadelplantagen haben, sterben die jetzt großflächig ab. In Deutschland bereits 6000 Quadratkilometer tot. Und in den nächsten 10 Jahren werden grob geschätzt noch mal 45.000 Quadratkilometer folgen an absterbenden Plantagen. Boah, das ist auch wirklich krass. Er hat auch ein wichtiges Wort gerade gesagt, Plantagen. Wir reden immer von Wald, aber tatsächlich sind es ja solche Fichtenplantagen zum Beispiel, also Monokulturen. Ja, also ich tue mich da immer ein bisschen schwer, weil auch da leben ja seltene oder sehr anpassungsfähige Arten in solchen Fichtenwäldern. Aber am Ende ist es nicht Urwald. Das ist ein bewirtschafteter Forst, kein echter, richtiger Wald. Ne? So. Also, da waren jetzt zum einen nochmal weitere Beispiele eben, wo dieser Wald da sehr gelobt wurde, das Urwaldprojekt. Wie gesagt, ist schön, ne? Ist auch nicht schlimm, gar nicht, im Gegenteil. Nur man muss es nicht übertreiben mit dem Lob. Das entspricht nicht der Realität. So, und dann hätten wir da die Aussage vom Herrn W., der meint, dass ganz viel Wald sterben wird in der Zukunft. Das kann er selbstverständlich gerne so sehen. Das ist tatsächlich aber nur eine Einzelmeinung und momentan fehlen sämtliche empirische Belege, um irgendwie sagen zu können, dass das zwingend so kommen muss. Das kann sein, das muss nicht sein, das kann man nicht sagen. Die Forschungslage bzw. die Prognosefähigkeit für die Zukunft, gerade unseren Waldes hier in
Deutschland die Zukunftsfähigkeit unseres Waldes, insbesondere wenn es um die Kiefernwälder zum Beispiel geht, die ja auch Reinbestände sind und ja letzten Endes schon quasi Plantagen. Ich will ja gar nicht behaupten, dass das keine wären, aber da schaut es noch ganz anders aus als bei der Ficht. Ja? Also das ist schon wichtig, dass man nicht zu monokausal vorgeht und zu schnell sagt, das ist der eine Faktor, sondern es sind immer viele. Insbesondere in komplexen Ökosystemen, das ist im Wasser so, das ist an Land so, wenn es sich um Wald handelt und im Wasser sicherlich bei Korallenriffen und ähnlichen Dingen. Da wird der Robert garantiert mehr dazu wissen als ich, mit Sicherheit, massiv mehr. Da ist ja wirklich, der kennt sich da ja, was Wasser angeht, ja wirklich super aus, keine Frage. Ne? Das merkt man, dass er da richtig für brennt. Aber im Wald ist es halt eben genauso. Auch das ist ein hochkomplexes Ökosystem, das niemals monokausal beantwortet. Also jeder Vorgang im Wald kann nicht monokausal geklärt werden. Gibt da so gut wie nichts, wo es einfach wäre, wo man sagen könnte, an dem einen Ding liegt es. Zum Beispiel auch die Sache mit dem Borkenkäfer, wenn ich jetzt sage, das ist der Hauptfaktor, das stimmt, aber der hat sich nur unter weiteren Folgebedingungen bzw. hinreichenden Situationen entwickeln können, so wie das jetzt passiert ist. Während die nicht eingetreten, wäre auch der Borkenkäfer so stark nicht geworden, um so viel Fichtenschaden letzten Endes verursachen zu können. Ja? Aber nochmal, es klingt jetzt super, super negativ und passt auch schön da rein, um Panik zu verbreiten, um Waldschutz voranzutreiben, wenn man sagt, bald ist der ganze Wald weg oder sehr, sehr viel und nennt irgendwelche großen Zahlen. Dafür fehlen aber die empirischen Belege. Wir wissen einfach nicht, ob unsere Bäume, die jetzt noch stehen, nicht einfach sehr resistent sind und in Zukunft das auch weiter zeigen können oder ob die, die uns noch stehen, immer labiler geworden sind. Das weiß man nicht. Ne? Also als das große Sterben jetzt in Deutschland losgegangen ist, da sind erst die Schwachen gestorben, nicht erst die Besten. Und dadurch die Schwachen jetzt weg sind, sind die, die noch da sind, offensichtlich zumindest mal so stark gewesen, um die Jahre 2018 bis 2020 problemlos, aber um sie überleben zu können. Das bedeutet, die hatten was sie das hat überleben lassen. Und das haben sie jetzt auch noch. Und deswegen, die jetzt noch da sind, sind die Stärkeren. Wir haben erst die schwachen Bäume verloren, ja? Die Besseren sind jetzt noch da und ob die auch weiterhin in dieser Rate absterben werden, wie das bei den schwachen Bäumen sozusagen am Anfang der Fall war, das kann sein, das kann aber auch sehr gut sein, dass das eben nicht der Fall sein wird und dass es mit dem Waldsterben jetzt erstmal gewesen ist. Insbesondere dieses Jahr 2023 ein sehr gutes Jahr für den Wald ist und wir gerade bei jungen Bäumen außerordentliche Zuwachsraten dieses Jahr feststellen dürfen. Da regeneriert sich also sehr, sehr vieles, was schön ist. Ja, ich habe nichts dagegen, dass man Bewusstsein und Angst vorm Sterben des Waldes schürt. Wirklich nicht. Na, das kann bestenfalls sogar sehr, sehr hilfreich sein, dass die Leute da mehr drauf aufmerksam werden. Aber man darf halt auch nicht wild vor sich rum hin und her und durch die Gegend spekulieren. Was ja gewisse sogenannte Waldpapste scheinbar ganz gerne mal tun. Aber vom richtigen Papst bin ich auch kein besonderer Fan. Das bezieht sich dann also auch hier auf den Waldpapst. Von daher vielleicht ein Trend. Nächster Beitrag. Der Wald gerade bei uns in Deutschland hat verschiedene Probleme. Das ist ja nicht nur der Klimawandel, der den Wald zu schaffen macht, es ist der Borkenkäfer, es sind eingeführte Arten, sowohl Pflanzen. Die Art war aber nicht eingeführt, liebe Zürich. Aber lasse ich euch mal durchgehen. Als auch Tiere. Wir haben den Diese Entaster und diese super krassen Harvester und so, dass diese krassen Waldmaschinen, nicht nur, dass sie ja den Wald abholzen und harvesten, also einsammeln, sondern mit diesen Reifen, die verdichten den Waldboden ja auch so krass. Und ihr müsst euch überlegen, dass so ein Zentimeter Waldboden teilweise 100 Jahre alt also ist und dass er 100 Jahre braucht, um einen Zentimeter herzustellen. Und so ein riesen Harvester-Reifen, der verdichtet den Waldboden um 20, 30, 40 Zentimeter, rechnet das mal in Jahrhunderten aus. Das finde ich so krass, wenn man das weiß. Und bis das zurückkommt, das Ganze Myzel, Rhizom, die ganzen Mikroorganismen in diesem Waldboden, das ist richtig krass und das ist auf Jahre zerstört, kaputt, verdichtet, trocken, Hitze, also schwierig. Plagt durch den Menschen, weil wir Holz haben wollen und es ist natürlich auch unser menschlicher Konsum. Essen wir zum Beispiel Fleisch, muss das irgendwo herkommen, ich brauche dafür eine Fläche und das Tier, was wir konsumieren, musste auch gefüttert werden, das heißt auch dafür brauche ich eine Fläche. Das ist einer der Hauptgründe, warum unsere Wälder in Deutschland verschwinden. Das stimmt.
Aber es gibt nicht den Grund, warum unsere Wälder in Deutschland verschwinden, ne? Sondern es ist wirklich eine absolut multifaktorielle Sache. Es ist regional total unterschiedlich, ob Elon Musk eine kleine Fabrik baut oder ob Windkraftanlagen gebaut werden oder Solaranlagen oder ob man den Forst einfach harvestet, nachdem er eben alt genug ist oder ob es der Borkenkäfer ist, ob es der Klimawandel ist, ob es whatever. Also es ist multifaktoriell. Das Allerschlimmste, finde ich aber ganz ehrlich, ist gerade eine große Debatte. Ich gehe mal ganz kurz in den Vollgesichtsmodus. So, da haben wir jetzt die Aussage, dass unsere Wälder in Deutschland verschwinden. Das stimmt jetzt nicht, ne? Beziehungsweise nur sehr, 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 sehr an den Haaren herbeigezogen und zurecht definiert. Wir haben tatsächlich zwar ein großes Loch im Wald, das ist ungefähr inzwischen etwas größer als das Saarland, was insgesamt an Waldfläche verschwunden ist, eben durch vor allen Dingen das Wegsterben der Fichte. Allerdings bedeutet das noch lange nicht, dass deswegen die Waldfläche abgenommen hat, beziehungsweise de facto kurzfristig hat sie's. Das ist aber alles Fläche, also überall, wo jetzt der Wald fehlt, wo früher welcher stand, die weiterhin als Waldfläche gilt. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist ja nur juristische Spitzfindigkeiten und so weiter und so fort. Erstmal ja, de facto bedeutet das aber auch, dass juristisch diese Flächen weiterhin Wald sind und der Waldbesitzende, wer immer das ist, ob Stadt, Land oder Privatperson, verpflichtet ist, hier wieder aufzuforsten und dafür zu sorgen, dass aus dieser Fläche wieder Wald werden wird. Ja, in vielen Fällen passiert das sowieso von alleine, in vielen Fällen, leider nicht in allen. In denen, wo es nicht klappt, kann es auch mal passieren, dass wir eine Zwischenphase bekommen als Versteppung, dass da so eine Graslandschaft kurzfristig mal entsteht. Aber auch dann ist man weiterhin juristisch dazu verpflichtet, in diese Graslandschaft, die da entstanden ist, mit großem Aufwand dann irgendwie zumindest so viele Bäume zu pflanzen, dass sie langsam zuschattet und sich langsam wieder ein neuer Wald entwickelt. Die Frage ist also einfach der Zeithorizont. Wie lange wollen wir denn dieser neuen Waldentwicklung geben, zugestehen? Und wenn wir sagen, naja, 50 Jahre, dann wird sämtliche Fläche, die wir jetzt an Wald verloren haben, bald auch in 50 Jahren bestimmt auch wieder mit Wald bestanden sein, vorausgesetzt wir kriegen den Klimawandel einigermaßen in den Griff und so weiter und so fort. Ne? Aber was das angeht, dass der schlimm ist, bin ich mir dankenswerterweise mit dem Robert ja vollkommen einig. Das ist sehr schön, sehr angenehm. Kann man wenigstens auf vernünftigem Niveau miteinander reden. Und ja, so viel dazu. Ne? Also man kann nicht wirklich sagen, dass in Deutschland der Wald wegstirbt. Ne? Die Gesamtwaldfläche ist zwar momentan auf so eine Höhe reduziert, also viel davon. Ja? Wenn der Wald weg ist, dann ist das stehen ja noch kleine Bäumchen, nur sind die halt jetzt erst so groß oder vielleicht schon wieder so groß oder vielleicht sogar bis unter die Decke. Aber das ist nicht so, dass der Wald immer für immer weg ist und nie wiederkommen wird. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Nur kurzfristig haben wir jetzt ein großes Loch. Das ist schlimm genug, keine Frage. Ja? Aber nicht weg, nicht langfristig. Ich habe neulich einen Filmbeitrag gesehen, wo es darum ging, jetzt mal kurzer Exkurs in diesem Video, hat nichts mit der Zürich zu tun oder diesem Video, aber ich glaube, es passt gerade ganz gut. Einige von euch haben es mir auch geschickt. Da geht es um die Abholzung von Wäldern, also auch von solchen Forstsachen, um Straßen und Wege zu bauen, um Windkraftanlagen zu errichten oder Solarpanels hinzustellen. Wo ich denke, wartet mal. Ich bin jetzt kein Forstexperte. Ich bin auch kein Klimawandelexperte. Ich bin aber ein Naturexperte. Wir nehmen CO2-speichernde, sauerstoffproduzierende, Mikroklimata herstellende, artenbeherbergende Wälder weg, um dort regenerative Energien hinzustellen. Das verstehe ich nicht. Es ging, glaube ich, um Brandenburg, ne? Das wird aber auch in anderen Teilen Deutschlands gemacht. Was wurde nicht verstanden? Regenerative Energien, ja, verstehe ich, muss sein, definitiv. Ich verstehe auch, dass die Flächen und Platz brauchen. Aber Wälder abholzen, und es bleibt ja nicht beim Wälder abholzen, es ist ja auch, ich nehme die Biodiversität an dieser Stelle weg. Und wenn ich jetzt in einem Wald Windräder hinstelle, dann muss ich ja in dem Wald da eins ausschneiden, da eins ausschneiden, da eins ausschneiden, hier dazwischen Straßen bauen. Das heißt, ich zerstückel den Wald. Ich habe also kein zusammenhängendes Waldsystem mehr, in dem sich Tiere bewegen können. Ich schaffe Windangriffsflächen an den Rändern. Ich schaffe
verdichtete Bodenareale, die teilweise 30 Grad im Sommer mehr haben als im Wald. Das heißt, Hitzestress für die Waldrandgebiete und für die Fläche, die verdichtet ist, die völlig, da lebt ja auch nichts mehr, da kann kein Tier leben. Ich schaffe Flächenversiegelung durch die Straßen, Wasser kann nicht mehr eindringen, die Bäume sterben noch mehr ab. Ich nehme Korridore, für, wo Tiere migrieren, weg. Also in meiner Welt ist diese Waldfragmentierung mit das Allerschlimmste, was wir machen können, um regenerativ, das verstehe ich noch nicht. Kann mir das mal einer erklären? Ich bin da irgendwie überfragt. Warum überdacht man nicht Autobahnen, Kanäle, was weiß ich, und baut da Solarzellen drauf oder haut die Windräder dahin, wo keine Ahnung, wo Ackergrünland ist oder was weiß ich. Was verstehe ich an dieser Energiepolitik nicht? Warum macht man das im Wald? Oder macht das irgendwie Sinn? Chat, kann das irgendjemand verstehen? Wald hat keine Lobby. Naja, Peter Wohleben schon. Pascal sagt, Applaus, mein Reden seit Jahren. In meiner Welt macht es keinen Sinn, sagt Dagmar. Lobby ist ein guter Punkt. Ja, ich bin jetzt nicht so super tief in dieser Thematik drin, aber ich war doch durchaus erschrocken. Und es gibt einige Leute auch vom NABU zum Beispiel und so weiter. Oder Biologen oder Experten, die sich mit Biodiversität in Deutschland auseinandersetzen und auch mit Wäldern, die das auch so sehen wie ich. Oder ich sehe das auch so wie die, besser gesagt. Ja, ich bin unsicher. Ich finde es spannend. Also es ist eine geile Diskussion, die wir hier unter diesem Video auf jeden Fall auch führen können. Okay, sorry. Kurzer Exkurs, aber ihr kennt mich ja, ich verplapper mich gerne, besonders wenn es um Naturschutz geht. So, und dann kommen wir zu der großen Frage mit der Windkraft im Walde. Ja, da fragt ja der Robert dann auch eben, ob ihm das mal jemand erklären könnte. Und jawohl, das kann ich. So. Zunächst mal, es ist vollkommen richtig, dass es grundsätzlich erstmal einen gewissen Konflikt gibt, wenn man ein ohnehin CO2-speicherndes und klimakühlendes Ökosystem kaputt kloppt, um da dann regenerative Energieträger eine regenerative Energie bereitzustellen, indem man da eine Windkraftanlage hinstellt, ist das erstmal, scheint das ein Widerspruch zu sein und klingt erstmal paradox. Und ich verstehe auch, dass man das nicht kapiert, und da ist der Robert Mark Lehmann garantiert nicht alleine mit. Es gibt tatsächlich ein paar Argumente, weshalb Windkraftanlagen im Wald gar nicht so schlimm sind, wie man den Eindruck haben könnte. Der Robert nennt da folgende Probleme, die verursachen können. Das tun sie ein Stück weit auch. Die Frage ist die Größenordnung. Ich möchte noch mal kurz sagen, Zerstückelung der Landschaft durch vor allen Dingen die Straßen, die im Wald notwendig sind, damit die Windkraftanlagen betrieben werden können, dann Verdichtung der Böden, höhere Bodentemperaturen, weil da die Sonne drauf scheint, direkt auf dem Boden, damit nimmt die Verdunstung zu, wir haben wieder weniger Wasser im Boden, Flächenversiegelung, das heißt, das Wasser kann gar nicht richtig im Waldboden aufgenommen werden, weil ein Betonfundament unterm Windrad steht und solche Dinge. Das sind alles so ein paar Beispiele, die der Robert gerade genannt hat. Und jetzt die Frage, warum? Was soll denn das dann? Warum zum Geier legt man dann bitte schön Windkraftanlagen mitten im Walde an? Naja, zunächst mal, Größenordnung ist ein wesentlicher Faktor. Eine Windkraftanlage braucht im Durchschnitt eine versiegelte Fläche von circa einem halben Hektar. Das ist nicht versiegelte Fläche, ne? Beziehungsweise dauerhaft gerodete Fläche. Davon ist noch nicht mal alles versiegelt. Was wirklich versiegelt ist, das ist das Fundament der eigentlichen Windkraftanlage, also der Fuß, den eine so eine Stange mit Rotor obendran nun mal hat, der Betonfuß im Walde. Und auch das ist nur begrenzt versiegelter Boden, weil ja, erstmal durch den Beton dringt kein Wasser ein. Der Beton speichert auch kein Wasser und im Beton lebt auch nichts. Aber im Laufe der Jahre, die Anlage, nachdem sie mal errichtet wurde, steht, wird sich auf diesem Betonfuß auch wieder eine stinknormale Wiese bilden, beziehungsweise durch die umstehenden Bäume, die auch teilweise dann spätestens bei Wind Nadeln und oder Laub auf diese Wiese beziehungsweise auf dieses Fundament draufschmeißen. Das wird verrotten, es bildet sich neuer Boden, neuer Humus, und im Laufe der Jahre wächst da ein neuer Boden auf diesem Betonfundament heran. Das ist nicht so toll wie ein kompletter, super toller Biowaldboden, aber auch dieses bisschen Boden, was da drauf ist,
ist ein hervorragender Wasserspeicher, weil der neu bildende Boden wird komplett aus Humus bestehen zunächst mal, bis er anfängt, den Beton aufzulösen und dann langsam Mineralkomponente in den Boden eindringen und so weiter und so fort. Ich verstehe aber, dass ein Meeresbiologe von Bodenentwicklung keine Ahnung hat. Ist nun wirklich ein ganz anderes Gebiet, weil da ist ja alles nass, bekanntlich. Und klar, Ozeanböden gibt es auch und die sind auch wichtig, aber die haben nochmal ganz andere bodenbildende Prozesse, als das an Land der Fall ist. Daher, hier findet schon eine weitere Bodenneubildung statt und diese Bodenversiegelung, ja, die gibt es, sie ist aber zu einem deutlich wesentlich kleineren Teil schlimm, als man da im ersten Moment den Eindruck haben könnte. So, warum nur ein halber Hektar Fläche pro Windrad? Man könnte doch meinen, das ist viel mehr. Zum Bau des Windrads müssen ein paar Bäume mehr weg. Ja, da kann dann auch mal ein ganzer Hektar kurzfristig weichen. Wirklich aber offen gehalten werden müssen, muss eben nur ein halber Hektar. Das ist gar nicht mal so viel. Ja, und das ist im Gegenteil sogar manchmal eine Ergänzung der Biodiversität im Walde, wenn wir nämlich ansonsten einen komplett geschlossenen Wald hätten. Und da sind hier und da, wirklich nur hier und da, so viele Windkraftanlagen sind es jetzt auch wieder nicht, 50 mal 50 Meter offen und darauf entsteht eine Wiese, die wird dann nämlich entstehen, dann hat diese Wiese eine ganz andere Artenzusammensetzung als der nebendran geschlossene Wald. Das führt zu einer massiven Zunahme der Biodiversität, schlicht und ergreifend, weil wir eine Waldwiesen kommen. Landschaft bekommen, ja, also einfach eine höhere Artenzahl. Das ist also auch nicht nur schlecht. Ja, da ist erstmal Wald weg, aber gerade mal ein halber Hektar und der speichert nicht viel CO2. Und wenn wir uns jetzt angucken, was für eine potenzielle CO2-Entlastungssituation eine große Windkraftanlage, und es geht im Wald fast immer nur um große Windkraftanlagen, haben kann, solange da dann alles mit rechten Dingen zugeht und so weiter und so fort, dann ist das bei weitem nützlicher, über einen Zeitraum von 20 Jahren, die so ein Ding mindestens läuft, meistens laufen sie ja sogar länger potenziell, als die gleiche Speicherwirkung, die nun halber Hektar Wald auf der gleichen Fläche sonst auch haben könnte in 20 Jahren. So, ein wenig Mathe aus dem Schnitt. Ich habe das zwar auch versucht vor Ort auszurechnen, aber Mathe soll man ja niemals vor laufender Kamera machen, das ist immer peinlich. Also, Rechenbeispiel für einen Buchenwald. Dafür müssen wir jetzt erstmal wissen, dass unsere Buche, die wächst mit ca. 7 Kubikmetern Holz pro Hektar und ja, das ist jetzt erstmal so ein allgemein anerkannter Wert aus der Forstwissenschaft. In 20 Jahren sind das also 140 Kubikmeter, jetzt haben wir aber nur einen halben Hektar platt gemacht, um eine Windkraftanlage zu bauen, für eine jetzt erstmal. Gucken wir uns nur für eine an. Ja, und das bedeutet, auf diesem halben Hektar wären gewachsen, wenn wir den nicht platt gemacht hätten, um eine Windkraftanlage zu bauen, 70 Kubikmeter Buchenholz. Und was wir jetzt wissen wollen ist, wie viel CO2 ist denn das? So, und Holz besteht zur Hälfte aus Kohlenstoff. Das ist erstmal Chemie, das kann man nicht dran rütteln, das ist so. Circa mal 48% mal 52%, das sind jetzt natürlich nur so Näherungswerte. Das ist noch kein CO2, das muss man nämlich umrechnen mit 3,67. Warum? Naja, weil Kohlenstoff ist erstmal ein einziges Atom. CO2 sind drei Atome, beziehungsweise CO2 ist ein Molekül. Wir erinnern uns ein bisschen an den Chemieunterricht. Ne? Kohlenstoff wiegt 12 Dings da pro Mol. Ich glaube Gramm, oder? Kann das sein? Und Sauerstoff 18. Das heißt, 2 mal 18 sind hoffentlich 36 und dazu kommen noch 12, dann bist du bei 48 und für jedes Kohlenstoff, das nur 12 wiegt, haben wir quasi 48 Gramm dann in der Gesamtrechnung und daraus ergibt sich dann dieser olle Umrechnungsfaktor von 3,67. So, wenn man das ganz genau und so weiter und so fort haben möchte. Nur damit ihr wisst, wie ich da drauf komme, bevor da jetzt jemand denkt, dass es jetzt irgendwas zusammengeschwurbeltes. Dafür müssen wir wissen, wie schwer Buchenholz ist und rechnen mal mit 650 Kilo pro Kubikmeter. Warum? Naja, weil Buchenholz ungefähr 650 Kilo pro Kubikmeter wiegt. Kann mal ein bisschen leichter sein. In seltenen Fällen ist es mal ein bisschen schwerer, aber bei naturbelassenen Buchenwäldern, die wachsen meistens nicht sehr, sehr schnell und da sind wir dann mit 650 ganz gut dabei. Wir könnten auch nur 600 nehmen, aber das ist für unsere Zwecke alles nicht so erheblich. So, dann haben wir also 650 Kilo mal 70 Kubikmeter, die da eben in den 20 Jahren gewachsen sind. Das sind 45.500 Kilo Holz. Davon ist die Hälfte Kohlenstoff, also 22.750 Kilo. So, jetzt müssen wir noch wissen, wie viel CO2 ist denn das, beziehungsweise wie viel CO2 ersetzt das sozusagen.
ist da quasi drin gespeichert in Form von reinem Kohlenstoff. Wo ist übrigens der Sauerstoff hin? Naja, der ist weiterhin an der Atmosphäre. Sauerstoff in der Atmosphäre dürfte für uns kein größeres Problem sein. Wir atmen das Zeug. Ne? Also können wir uns da durchaus drüber freuen. Also mit unserem Umrechnungsfaktor kommen wir dann auf 83.492,5 Kilo CO2 und das sind 83 Tonnen, so ungefähr. Bisschen mehr natürlich. Nur mal so zum Vergleich, ein Flug Berlin-München oder München-Berlin, je nachdem, 308 Kilo pro Person bzw. pro Passagier. Da kannst du also entweder 271 Mal von fliegen oder 271 Personen von München nach Berlin fliegen lassen. Das entspricht so ungefähr dem, was ein halber Hektar Wald in 20 Jahren an CO2 speichert. Ne? Nur damit wir da mal so eine grobe Vorstellung haben, wie viel ist denn das eigentlich? Ist das viel? Ist das wenig? Naja, 271 Flüge von Berlin nach München. Nicht nix, aber jetzt auch nicht die Welt. Ne? Wirklich nicht. So, und eine Windkraftanlage, das ist jetzt natürlich was, wo man sich jetzt wunderbar drüber streiten kann, da es einen Haufen widersprüchliche Informationen zur Leistung einer Windkraftanlage gibt. Den Wert, den ich jetzt mir auf die Schnelle herausgegoogelt habe, waren 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr im Vergleich zu Braunkohle. Braunkohle ist natürlich die schlimmste Form von fossiler Energie. Wenn man da was Besseres nimmt, dann ist der Wert deutlich weniger hoch. Wenn man zum Beispiel Windkraftanlage mit Atomstrom vergleicht, jetzt muss man kein Fan von Atomstrom sein, aber was die CO2-Emissionen angeht, ist der erstmal gar nicht mal so schlecht. Und dann sieht der Wert auch wieder anders aus und so weiter. Aber jetzt einfach nur zu Demonstrationszwecken gehen wir eben mal von diesen 10.000 Tonnen aus. Und da das ein sehr optimistischer Wert sein wird, da ich ihn nämlich eben aus der Windkraft-Lobby sozusagen habe, also aus dem Club der Windkraft-Befürworter, halbieren wir den doch einfach mal. Also spätestens dann wird er deutlich realistischer und dann sind es noch 5.000 Tonnen, vielleicht stimmt auch 10.000, das ist sehr schwer zu beurteilen. Wir könnten ihn selbst 90% reduzieren und einfach nur 1.000 Tonnen sagen. Aber wenn wir 5.000 Tonnen sagen, dann hätten wir 100.000 Tonnen in 20 Jahren CO2 eingespart. Was im Vergleich zu 83 Tonnen ohne 1000, ne, nur 83, doch vielleicht eventuell ein Argument sein könnte, weshalb eine Windkraftanlage jetzt rein für Klimaschutz erstmal wichtiger ist als ein halber Hektar Wald. Es wäre natürlich nochmal was anderes, hätten wir da einen schneller wachsenden Wald als einen Buchenwald, der würde dann auch schneller CO2 speichern. Und es wäre natürlich nochmal was anderes, wenn die Alternative, die wir zur Leistung einer Windkraftanlage berechnet haben, eben nicht in Braunkohle, sondern in, weiß ich nicht, ja eben zum Beispiel Atomstrom besteht. Dann verschiebt sich die Rechnung ein wenig und dann kann man sich dann auch nochmal, da ja ein Wald neben der Tatsache, dass er CO2 speichert, auch noch andere positive Aspekte hat, kann man die dann auch gerne dann noch mit einrechnen. Aber rein was die CO2-Speicherung angeht, beziehungsweise die CO2-Vermeidung, formulieren wir mal so, ist zum Retten des Planeten eine Windkraftanlage ja ungefähr mindestens 100 Mal wirkmächtiger als ein halber Hektar Buchenwald. Mindestens. Ja. So, nur dass wir das geklärt haben. Das ist Fakt. Also, wir ersetzen hier zwar ein CO2-speicherndes Ökosystem durch eine Maschine. Diese Maschine ist aber rein, wenn es um die Vermeidung von zusätzlichem CO2 geht, bei weitem wirkmächtiger als ein kleiner deutscher Wald, wohlgemerkt. Es kommt ja auch noch sehr, sehr darauf an, um was für einen Waldtyp handelt es sich eigentlich, wo das Windrad reingebaut wird. Ist es ein langsam wachsender Wald, speichert der auch nur langsam CO2? Ist es ein schnell wachsender Wald, würde er schnell CO2 speichern? Wenn man zum Beispiel in Brasilien in den tropischen Urwald ein Windrad reinstellen würde, dann wäre das eine blöde Idee, weil der erheblich flotter CO2 speichert, als das bei uns in Deutschland der Fall ist und dann wäre die Sache durchaus weniger eindeutig. Ja? Und jetzt kommt es auch ganz entscheidend darauf an, da hat der Robert auch vollkommen recht, wie viel Straße man jetzt noch zusätzlich bauen muss, um zu diesem Windrad hinzukommen. Allerdings werden Windräder ja nicht in irgendwelche unerschlossenen Wälder reingestellt, sondern welche, die schon durchaus Straßen haben. Schlimmstenfalls müssen die Straßen dann noch ein kleines bisschen breiter werden, aber die Zerschneidung des Waldes nimmt eben im Regelfall nicht zu. Ganz selten wird mal noch eine neue Vorstraße gebaut, aber wirklich nur ganz, ganz selten. Es mag einzelne Projekte geben, wo das schlimmer ist als bei anderen. Ja, aber das durch
Durchschnittswindrad in den Waldstellprojekt nimmt die vorhandenen Vorstraßen, allein schon aus Kostengründen. Was sollst du eine neue Straße bauen, wenn du es nicht musst? Vorstraße kostet derzeit 200 Euro den laufenden Meter. Das ist sauteuer. Das heißt, wenn du nicht eine Straße bauen musst, dann lässt du es sein und nimmst die vorhandenen. Und damit ist kein zusätzlicher Straßenbau oder zumindest nur sehr wenig zusätzlicher Straßenbau erforderlich, was dann maximal zu einer Gesamtversiegelungsfläche zusätzlicher Waldbodenversiegelungsfläche pro Windkraftanlage von 0,75 Hektar maximal, wie gesagt, führt. Der bundesdeutsche Durchschnittswert von den bisher existierenden Windrädern Stand 2018, glaube ich, liegt bei 0,45 Hektar an insgesamt Entwaldung, ja, also gerodete Fläche. Hin und wieder wird kurzfristig mal gefällt, beziehungsweise der Wald wird auf Null zurückgesetzt, kann dann aber wieder nachwachsen und auch während der Lebenszeit der Windkraftanlage dann stehen bleiben. Der muss nur zum Errichten der Windkraftanlage gefällt werden. Sollte ein Repowering, also ein Austausch des Innenlebens des Windkraftturms, in Frage kommen, ist es sogar möglich, dass man den kompletten Wald, der bis dahin wieder wachgewachsen ist, auch einfach stehen lässt und nur die wesentlichen Teile austauscht. Und damit eben keine weitere Entwaldung bzw. kurzfristige Räumung bzw. Kahlschlag eines kleinen Teils des Waldes dann nennenswert noch notwendig ist. Ja, also diese Größenordnung, die muss man wirklich, wirklich, wirklich beachten. Würden wir den gesamten Bedarf, den Deutschland potenziell, um energieneutral durch Windkraft zu werden und so weiter und so weiter, nur theoretisch, das wird nicht passieren, aber würden wir das alles in den Wald stellen wollen bzw. würden wir alles in den Wald stellen, was momentan geplant ist, potenziell in den Wald zu stellen. Und selbst wenn wir das doppelt und dreifach so viel machen würden, dann reden wir hier von 3-4% der Waldfläche, die auf diesem Wege verloren gehen würden. Ja, für ein dann komplett wild energieautarkes Deutschland, das Windkraft bis zum Abwinken hat und so weiter und so weiter. Diese 3-4% der Waldfläche könnte man dann tatsächlich woanders wieder aufforsten. Das wäre in der Größenordnung wirklich möglich. Klar ist es hier eine ähnliche Rechnung wie beim globalen Waldverlust. Du rechnest frisch aufgeforsteten Wald mit altem biodiversen Wald, der dafür gefallen ist, gleich. Das funktioniert so schon nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen ja die regenerativen Energiequellen. Das sagt der Robert ja auch, dass da keine Zweifel daran besteht, dass das gebraucht wird. Aber ja, und warum jetzt in den Wald? Warum stellt man sie nicht besser woanders hin? Simplerweise ist es so, dass Deutschland, wo Deutschland gerade hügelig ist, hügelig bis mittelgebirgig, der Wind immer da, wo es hoch ist, weht. Ja? Und da, wo der Wind weht, da müssen die Windkraftanlagen hin. Und üblicherweise ist da, wo es hoch ist, eben auch eine Bergkuppe oder eine wellige Landschaft. Und auf welliger Landschaft betreibt man keine Landwirtschaft. Wäre es einfach, eine Windkraftanlage auf den Acker zu stellen? Ja. Aber die Äcker sind eben nicht da oben, sondern die sind unten. Und deswegen lohnt es sich unten, wo der Weg zum Wind sozusagen weiter ist, man müsste eine noch höhere Windkraftanlage bauen, lohnt es sich im Regelfall nicht, eine hinzustellen, weil der Wind nicht da ist. Auf dem Hang, auf dem Hügel, wo der Wald ist, da lohnt es sich schon, weil da ist auch der Wind. Deswegen, das ist nun mal in Deutschland so, wir haben Wälder überall dastehen lassen, wo wir keine Landwirtschaft betreiben konnten. Das ist meistens oben. Und oben soll die Windkraftanlage hin. Und oben, was ist da schon? Wald. Und damit ergibt sich einfach die Notwendigkeit. Und dann ist noch letzten Endes auch politisch durchaus eine wesentliche Fragestellung, wenn wir uns diesbezüglich mal den Herrn Söder angucken, der inzwischen ein wenig umgedacht hat, aber lange war Bayern, was Windkraftausbau angeht, zum Beispiel das Vorreiter, wollen wir nicht Land, weil da die 3H-Regel gelten hat. Die 3H-Regel hat besagt, dass eine Windkraftanlage ihre eigene Höhe mal 3 vom nächsten bewohnten Gebäude weit weg sein muss. Ja? Und das bedeutet, nahezu 99% von Bayern sind ausgeschieden, weil die Anlage ist 150 Meter hoch. Das nächste bewohnte Gebäude muss also 450 Meter oder noch weiter entfernt sein. Und das in alle Richtungen, Radius. So viele Flecke kommen da nicht in Frage. Und wenn sie in Frage kommen, weil da wirklich niemand wohnt, sind es die Nationalparke oder andere Naturschönheiten, wo man dann wirklich auch kein Windrad reinstellen möchte, was bisher auch dankenswerterweise so gut wie nie passiert ist. Und
Und ja, also auch das spielt dann wieder eine Rolle. Und seit man jetzt die politischen Hebel ein bisschen in andere Bewegungen gesetzt hat, noch nicht ausreichend und sicherlich nicht zu aller Zufriedenheit, aber zumindest so ein bisschen in die Richtung, kann man auch besser für Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen auf dem Acker oder neben der Autobahn durchbekommen. Neben der Autobahn wäre grundsätzlich ja eigentlich alles ganz super, da gibt es dann aber zusätzliche Verkehrssicherungspflichten und dann auch Dinge, die ich nicht weiß, da müsste man dann jemanden fragen, der sich jetzt mit Autobahnen auskennt. Ob man die Autobahn noch zusätzlich überdacht und Photosyntheseanlagen draufschmeißt, hervorragende Idee, bin ich sofort dabei. Und generell Photosyntheseanlagen im Wald, das wäre eine bescheuerte Idee, weil das ist eine flächige Nutzung und eine flächige Nutzung würde dann wirklich auch im großen Stil Wald vernichten. Wenn also irgendwo durchsickert, dass man den Wald roden möchte, um dann eine Photosyntheseanlage hinzustellen, beziehungsweise einen Solarpark, das ist scheiße. Windkraftanlagen vereinzelt, punktuell in ein großes Waldgebiet, das kostet, wie gesagt, 1-2, also für ein einzelnes Waldgebiet maximal 1-2% der entsprechenden Waldfläche, die man einfach außen dran klatschen kann. Wenn man dann wirklich mit diesen Windkraftanlagen so viel Geld verdient, wie man hoffen darf, dass man damit verdient, dann ist das durchaus auch möglich, damit zu sehr, sehr guten Preisen die Umgebung ein Stück weit aufzukaufen und da zusätzlich noch wieder aufzuforsten. Das ist außerdem nötig. Wer eine Windkraftanlage in den Wald baut, ist gesetzlich verpflichtet, eine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme in Form von woanders aufforsten oder ein anderes Stück Land natürlich aufwerten durchzuführen. Zum Beispiel, du kaufst eine Kuhweide und beschließt, es gibt jetzt ein neues Naturschutzgebiet und machst auf der Kuhweide nichts mehr und lässt die Natur sich natürlich entwickeln oder legst einen Urwald wieder Wohleben an oder sowas in die Richtung. Kaufst einen anderen Wald auf und sagst, in dem machen wir nichts mehr. Genau das, was du, Robert, da ja auch durchaus forderst. Nicht ganz zu Unrecht. Das ist durchaus eine schöne Maßnahme. Wenn man das Geld hat, kann man das machen. Mit gewissen Einschränkungen juristischer Art in Deutschland, aber im Großen und Ganzen geht das schon. Und ja, ne, also das sind hoffentlich ausreichend Erklärungspunkte, warum auch eine Windkraftanlage mal im Walde hin und wieder einfach ein notwendiges Übel sein kann und gar nicht so schlecht ist, weil wie gesagt, da ist der Wind, die sind da leistungsfähiger. Und gerade Hochleistungs-Windkraftanlagen sind wirklich erheblich mehr wert fürs Klima als ein halber Hektar Wald, der letzten Endes wirklich dauerhaft weg ist. Außerdem, ganz dauerhaft weg ist er auch nicht, sollte man die Windkraftanlage komplett abbauen, selbst wenn man den Betonfuß im Boden lässt, und das wird man, weil den kriegt man da nicht mehr raus, auf dem Betonfuß entwickelt sich ein neuer Boden und der Punkt mit der wenig Biodiversität und der Freifläche, die da heiß wird, wie gesagt, das ist bloß ein halber Hektar. Erstens mal, ein halber Hektar wird gar nicht so heiß wie komplett Freifläche, weil die Bäume, die nebendran stehen, noch einen Schattenkranz, egal wo die Sonne herkommt, sie werfen immer ihren Schatten auf die Fläche und da nur ein halber Hektar in Anführungszeichen kahl ist, wird die Fläche nie den ganzen Tag besonnt sein, sondern die meiste Zeit des Tages immer noch Schatten von den Randbäumen abbekommen. Das heißt, ja, die Bodentemperaturen nehmen dazu, aber auch nicht so exorbitant wie eine komplette Freifläche, die wirklich den kompletten Tag, solange es hell ist, mit der Sonne beschienen wird. Ja, das ist auch nochmal ein Unterschied. So, ich hoffe, das war einigermaßen als Ergänzung schön. Oder Erklärungen ausreichend, weil viel mehr fällt mir zu dem Thema jetzt spontan nicht ein. Die Zahlen sind halt das Wesentliche. Darauf läuft es hinaus. Wie viel Schaden richtet eine Windkraftanlage an? Wie viel Wald brauchen wir dafür? Und was bringt sie gleichzeitig an Gutem hervor? Und es ist natürlich nochmal entscheidend, ob du jetzt einen uralten Buchenwald oder noch besser einen uralten Eichenbestand, so ziemlich das Wertvollste, was wir von der Artenvielfalt in deutschen Wäldern überhaupt haben, ausgerechnet den rodest, um eine Windkraftanlage reinzustellen, das wäre bescheuert. Nimmst du irgendeinen alten, mittelalten Kiefernbestand, der kaum eine Artenvielfalt hat, und stellst da eine Windkraftanlage rein, das ist durchaus meiner Meinung nach zu rechtfertigen. Oder einen stinknormalen jungen Buchenwald, der auch jetzt nicht besonders zur Artenvielfalt oder zum Naturschutz großartig beiträgt. Das sind alles erstmal wenig wertvolle Wälder, die größtenteils momentan noch herangezogen werden, um da eben solche Windparks reinzubauen. Dieses eine konkrete Beispiel, ich meine bei Berlin oder in Brandenburg oder sowas in die Richtung, genau das sind auch solche Wälder. Das sind keine wertvollen Wälder, sondern so 0815 Dinger, die keine besonders hohe Biodiversität haben. Und in dem konkreten Beispiel hat man, glaube ich, ein paar zusätzliche Straßen anlegen müssen, um die ganzen Windkraftanlagen zu versorgen. Das heißt, da ist die Flächenversiegelung insgesamt ein bisschen höher, aber beim Durchschnittsprojekt, wie gesagt, nur sehr, 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 sehr gering. So, nächstes Beiträgelchen aus dem Original.
Jeder Mensch, der seine Zeit oder eine gewisse Zeit des Tages im Wald verbringt, wird diesen Tag positiver verbringen. Mit besseren Gefühlen, mit mehr Endorphinen, mit mehr frischer Luft, die man geatmet hat. Und es ist wirklich wissenschaftlich in Studien nachgewiesen, dass der Wald uns gut tut. Und wir holzen den ab. Völlig lächerlich auch, ne? Naja, aber das ist ja jetzt nun wirklich ziemlich aus dem Zusammenhang und undifferenziert dargestellt, ne? Also das ist jetzt nicht gerade eine wissenschaftliche Aussage, lieber Robert, ne? Warum holzen wir ihn denn ab? Weil wir die Bäume hassen. Wir wollen den Wald weghaben, weil wir gierig sind, weil wir totale Arschlöcher sind und einfach so den Wald vernichten wollen. Einfach so, zum Spaß, ne? Und weil wir vielleicht nicht eventuell im Plastikhaus wohnen wollen und vielleicht eventuell nicht im Betonhaus und gegebenenfalls Holz der einzig großflächig verfügbare nachwachsende Rohstoff des Planeten ist. Das heißt, für eine nachhaltige Zukunft wird man um die Nutzung von Holz und anderen biologisch nachwachsenden Rohstoffen nicht herumkommen. Da mal drüber nachgedacht. Es gibt gute Gründe, wirklich Holz zu nutzen. Nicht nur Gier und es ist nicht immer nur böse und so weiter und so fort. Selbst der Wohlleben gibt zu, dass ein gewisses Maß an Waldnutzung, das meiner Meinung nach natürlich erheblich höher ausfallen dürfte, als das bisschen, was sich der Wohlleben vorstellt, noch ganz sinnvoll ist, ne? Also klar, Wald abholzen, wie du es so schön formulierst, ist schon etwas, was thematisch schwierig ist und was nicht unbedingt immer gut ist und sicherlich im globalen Kontext, insbesondere da du im Gegensatz zu mir ja häufiger in solche Regionen kommst, in denen das wirklich ein Riesenproblem darstellt, ist das auch. Ja, aber einfach so ein generelles Waldabholzen ist böse, hört auf damit, das ist viel zu vereinfacht und schlicht und ergreifend dumm, wenn du dich wirklich auf diese Aussage festlegen möchtest und dabei bleibst, obwohl du ja eigentlich zu komplexem Denken in der Lage bist, wie du auch schon bewiesen hast. Also das kann ich so unmöglich stehen lassen. Aber weiter im Text. Jetzt so mal eben als kleines pauschales Sprüchchen zwischendurch und so weiter und so fort, darf man dem selbstverständlich auch nicht zu viel Bedeutung zumessen. Lass uns mal nach dem Boden gucken. In so einer Handvoll Boden sind ungefähr 50 Milliarden Bakterien. Hat er selber nachgezählt. Und grob geschätzt, so ganz genau weiß man das nicht, 40.000 verschiedene Bakterienarten alleine. Also 40.000 verschiedene Arten. Wir wissen, dass die auch auf den Klimawandel reagieren und versuchen, ihrem Baum zu helfen. Weil wenn die merken, hey, mein Baum geht schlecht. Es gibt zum Beispiel Pilz-Baum-Gespanne. Wenn der Pilz merkt, dem Baum fehlt Stickstoff, dann killt der das Bodenleben, die Bodeninsekten. Und wenn die verwesen, setzen die Stickstoff frei und die Pilze leiten das dem Baum zu. Das ist total irre. Also supergeil. Genau das hat tatsächlich Kai jetzt auch Kanada erzählt, dass diese Systeme, was Bäume machen und wie alles miteinander zusammenhängt, das finde ich super spannend. Und ich, jedes Mal, wenn ich in so einer Situation bin, an so einem Waldboden oder wenn ich immer so hier, ne, dass diese geile Moosbewuchs sehe, da leben ja angeblich die Tardigraden drin, die Bärtierchen. Ihr kennt Bärtierchen. Habe ich schon mal ein Video über Bärtierchen gemacht? Weiß ich gar nicht. Wenn nicht, müssen wir dringend mal eins machen. Super geile Tiere, die vielleicht Außerirdische sind, zumindest von ihren Fähigkeiten her. Und die müsste man doch da mit dem Mikroskop eigentlich mal sehen, oder was? Oder wie? Oder was? Die reagieren alle miteinander und richten sich auf das Ökosystem ein. Motte! Ja, die ewigen Baumpilznetzwerke. Da muss man dazu sagen, das klingt alles ganz wunderbar und das klingt alles total faszinierend. Das Blöde ist nur, dass die Wissenschaft das gar nicht hergibt, dass das wirklich so ist. Es gibt ein paar Belege, wo man das an einzelnen Orten festgestellt hat. Blöderweise gibt es erheblich mehr Belege, wo man an anderen Orten nichts dergleichen festgestellt hat. Das heißt, der Forschungsstand dazu laut Nature, und Nature, das ist die garantierte Begriff, Robert, ist da in der Hinsicht ja schon eine Hausnummer. Und laut Nature, wie gesagt, ist der Forschungsstand so, dass es das ja hier und da mal gegeben hat, aber wir sind längst noch nicht so weit, automatisch, nur weil wir das cool finden und das schön klingt, davon auszugehen, dass das in jedem Wald der Erde automatisch gleich gelten muss, weil man es in der einen Ecke in Kalifornien zum Beispiel mal festgestellt hat. Ja. Und wie gesagt, viele andere Studien merken nichts von einem ausgedehnten Baumpilznetzwerk. Ein einzelner Baum mit seinem
Pilz oder seinen Pilzen, die direkt an diesem Baum, an dessen Wurzel hängen. Ja, das kommuniziert, ja, das steht im Austausch. Das weiß man aber schon seit 100 Jahren und ist, vielleicht nicht ganz, aber das ist nichts so Besonderes und so Neues. Und das ist das Einzige, was man bisher wirklich ohne jeden Zweifel als wissenschaftlichen Konsens bestätigen kann, dass das individuell auf Baum-Pilz-Partner-Ebene stattfindet, aber nicht als gigantisches Netzwerk, was durch den ganzen Wald geht, beziehungsweise das kann mal sein, muss aber nicht. Und man müsste es wirklich für jeden Wald, in dem man das vermutet, nochmal explizit messen und versuchen zu bestätigen. Und erst wenn man das im größeren Stil gemacht hat und viele Wälder diesbezüglich untersucht sind, bildet sich dann langsam ein Muster heraus, dass das tatsächlich nur ein Einzelfall ist oder fast überall gilt. Momentan tappen wir da noch völlig im Dunkeln und diese Gewissheit, dieses Bestehen darauf, dass das unbedingt so sein muss, weil das in einer Forschungsarbeit drinsteht, das wirst du selber wissen, das ist Cherrypicking und man sucht sich die eine Arbeit aus, in der halt das drinsteht, was man haben möchte. Ne? Also ja, nicht alle Studien lesen, sondern nur die, die das Ergebnis enthalten, was man möchte. Das ist dir garantiert auch schon untergekommen, Herr Kollege. Ne? Nächster Beitrag. Die Mission, die wir mit der Waldakademie verfolgen, ist es, so viele Menschen wie möglich für das Thema Wald zu begeistern. Das heißt, einfach erstmal ein Interesse zu schaffen, was der Wald. Und das schafft die Waldakademie allen voran, Peter, wirklich sehr. Der inspiriert und begeistert Millionen Menschen für das Thema Wald, Bäume, Waldschutz, sich mit Pilzführung und Naturpfaden auseinanderzusetzen. Also, das schafft in Deutschland kaum ein anderer, ich würde sagen kein anderer, so gut wie Peter, die Menschen mit der Waldakademie und seinem Schaffen und seinem Tun, seinen Büchern, seinen medialen Auftritt für den Wald und für den Naturschutz zu begeistern. Und das rechne ich ihm extrem hoch an, weil darum geht es ja letztendlich auch, dass man die Menschen inspiriert, die Natur zu schützen, zu erhalten und auch überhaupt zu verstehen. Und guck mal, der sperrt kein einziges Tier dafür ein. Das funktioniert. Und er schützt massiv viel Wald. Ist geil. Und die Leute haben durch ihn und sein Schaffen ein besseres Verständnis für unsere Deutschen, aber auch international, für Wälder, Bäume und so weiter und finden das spannend. Und das finde ich cool. Das gefällt mir. Alles Tolles kann, was er für ein Wunderwerk ist. Das heißt, den Blick dafür zu schärfen, das schaffen wir mit Online-Kursen, das schaffen wir mit YouTube, mit Instagram, mit unseren Veranstaltungen und Seminaren vor Ort. Und unsere Vision ist es tatsächlich, dass wir es vielleicht irgendwann mal alle gemeinsam schaffen, dass es 30% Wald in Deutschland gibt, der wirklich unter Schutz gestellt ist. Das wäre geil. Wäre ein gutes Ziel. Ja, jetzt bin ich natürlich überhaupt kein Fan von Wohllebens Waldakademie. Was die tatsächlich gemacht haben, da hat der Robert vollkommen recht, ist die Aufmerksamkeit auf den Wald, von mir aus auch die Begeisterung für den Wald zu stärken. Das ist so. Insbesondere Wohlleben selber mit seinen Büchern hat das gemacht und befördert und das verdient definitiv auch Lob und Anerkennung. Das ist grundsätzlich eine gute Sache. Das Doofe ist nur, dass das, was man in der Wohllebenswaldakademie dann später lernen kann, ich habe da mal ein paar Insider gehabt, die diese Kurse mitgemacht haben und hinterher bei mir dabei waren und die dann danach nur noch sehr, sehr oberflächlich gefunden haben, ist genau das Problem. Wir fördern hier, zumindest meiner Meinung nach, beziehungsweise die fördern dort und auch viele andere Möglichkeiten, sich so grob mit der Natur auseinanderzusetzen, fördern, ist jetzt meine persönliche Meinung, kannst du gerne anderer Meinung sein, können wir uns wunderbar irgendwo in der Mitte treffen, den Dunning-Krüger-Effekt, der besagt, wenn du ein bisschen was über eine Sache weißt, ne, dann hast du das Gefühl, das ist nicht so, aber du hast das Gefühl, du bist schon fast Experte. Also dein gefühltes Wissen ist irgendwo hier oben, dein tatsächliches Wissen ist irgendwo hier unten, ja, und hier wäre null. Ja, und diese Diskrepanz zwischen dem gefühlten Wissen und dem tatsächlichen Wissen, die ist besonders groß, sobald wir ein bisschen was zu einem Thema gelernt haben. Das ist so ähnlich wie bei mir, als ich mich mal für großen Zweiradmechaniker, also Fahrrad, gehalten habe, weil ich in der Lage war, innerhalb von 5 Minuten meinen Schlauch zu wechseln, weil der ständig platt war, weil ich mit dem Rennrad über Waldwege gefahren bin. Und dachte mir, boah, ich bin voll der gute Zweiradmechaniker, bis ich mal die Gangschaltung reparieren wollte und habe dann realisiert, nein, ich bin nicht voll der gute Zweiradmechaniker. Wenn man nämlich dann aus diesem Dunning-Krüger-Loch, Dunning und Krüger haben diesen Effekt beschrieben, rauskommt und sich das tatsächliche Wissen erhöht,
dann stimmt meistens die Wahrnehmung, wie viel man, also wenn man die Hälfte des Fachgebiets tatsächlich weiß. Ja? Und hier oben wäre alles, was es zu wissen gibt, beziehungsweise dann ist das wahrgenommene Wissen häufig auf Deckel mit dem tatsächlichen Wissen. Beziehungsweise irgendwann kehrt sich das um. Wenn man sehr viel gelernt hat, beginnt man den Sokrates zu machen und hat das Gefühl, dass man eigentlich gar nichts weiß, obwohl man viel weiß. Nimmt man wahr, wie viel es noch zu lernen gäbe und wie komplex das komplexe System, in dem man sich bewegt, eigentlich ist, und wird bescheidener, weil man überhaupt erst mit einem hohen Wissensstand begreifen kann, wie wenig man eigentlich zu der, insbesondere für unsere Themen, ja, Meeres- oder Waldökosysteme. Komplexer geht es ja kaum. Terrestrisch ist der Wald das komplexeste, im Wasser definitiv der Ozean. Ne? Da können wir uns, denke ich, drauf einigen. Und unendlich komplex und wahnsinnig schwer zu verstehen. Ich denke, da sind wir uns wirklich, ne, das wissen wir beide gut, dass das bei uns so ist. Und wir wissen auch hoffentlich beide, dass wir zu unseren jeweiligen Ökosystemen noch längst nicht alles verstanden haben und auch, dass die Forschung noch längst nicht alles zu unseren jeweiligen Ökosystemen weiß. Nichtsdestotrotz sind wir auf einem gewissen Expertenlevel und dementsprechend tritt dann eben der gegenteilige Effekt, dass man sich eher hier unten bescheidenerweise hier unten einordnen würde, beziehungsweise ich glaube, wir sind beide nicht besonders bescheiden, vielleicht ordnen wir uns auch da ein, wo wir uns tatsächlich befinden. Aber das ist der Dunning-Krüger-Effekt. Der Dunning-Krüger-Effekt führt zu einem Haufen empfundener Waldexperten, die mal 2578 Wohlleben-Videos oder eins seiner Bücher gelesen haben und jetzt denken, sie hätten Ahnung vom Wald. Das ist aber nicht der Fall. Besonders insbesondere die gefühlte Ahnung vom Wald entspricht überhaupt nicht dem bisschen an Ahnung von Wald, was man nach Lektüre eines Wohlleben-Buchs tatsächlich hat. Und das ist so mein persönliches Problem, dass die Bevölkerung zwar für den Wald begeistert wird, aber zu wenig über ihn lernt, um wirklich über ihn Bescheid zu wissen. So, aber das musste ich jetzt nur noch mal an der Stelle rummeckern. Dann hätten wir noch einen letzten Clip. Die große Thematik Waldsterben an sich ist natürlich global ein Riesenproblem. Das einzig Schöne daran ist, wir können das gemeinsam lösen. Es gibt multiple Lösungsfaktoren. Das Einfachste, was ihr zu Hause tun könnt, ist tatsächlich weniger Fleisch essen. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn euer Rinderfilet aus Argentinien kommt, hat es nicht nur einen hohen CO2-Abdruck, weil es einen langen Weg zurückgelegt hat, sondern in Argentinien sind Flächen gerodet worden, damit dort Rinder stehen können und auch damit Rinder gefüttert werden können. So ist es. Aber eine der besten Möglichkeiten, in Deutschland den Wald zu schützen, ist es tatsächlich, ihn zu kaufen. Über eine Stiftung zum Beispiel, sich selbst ein Waldgrundstück zu kaufen. Alter, das war ganz kurz zurück. Ist es tatsächlich, Achtung, ihn zu kaufen. Über eine Da habe ich dem Kameramann gesagt, kannst du jetzt bitte bei diesem Licht diesen seitlichen Drohnenflug durch das Urwaldprojekt der Wohllebens machen? Ich finde, das sieht so geil aus. Und es war ein relativ heißer und windiger Tag, an dem wir dort gedreht haben. Und draußen auf der Fläche konntest du es kaum aushalten auf dem Acker und im Wald war es halt super angenehm. Es roch geil, es war fresh und kühl, also es war so richtig angenehm. Und das zeigt ja schon, was der Wald für ein kleines Mikroklima in sich da erzeugt. Ne? Das war so geil. Und es sah auch so, guck mal, wie geil das aussieht. Einfach perfekt. Sich selbst ein Waldgrundstück zu kaufen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Das Wichtigste. Das machen ja die ganzen YouTuber von Sabrina bis Fritz und was weiß ich und die Naturensöhne und alle haben immer ein eigenes Waldgrundstück. Ist natürlich die Frage, was kostet sowas, ne? Das ist regional total unterschiedlich. Ich habe mir auch ein Waldgrundstück gekauft. Ich finde das geil. Da mache ich Dinge. Dinge und andere Dinge treibe ich auf mein Waldgrundstück. Und hier möchte ich jetzt nochmal darauf hinweisen, dass wir es wirklich bloß mit einem nur durchschnittlichen Buchenwald zu tun haben, auch wenn der inzwischen aus der Nutzung genommen ist. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Hier ist aber ganz, ganz wichtig, die Rolle des Buchenwaldes darf man auch nicht überinterpretieren. Buchenwald ist unsere PNV, also potenziell natürliche Vegetation, das, was dastehen würde, wenn der Mensch nichts anderes hingepflanzt hätte, auf schätzungsweise ja, eben 65-85% der Landesfläche, je nachdem, wen man fragt, je nachdem, welche Studie man sich anguckt. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo bei 70-75, ist so meine persönliche Schätzung. Aber nur, weil das die natürliche Vegetation ist und quasi der momentan herrschende Urwald wäre, wenn es uns nicht gäbe, heißt das nicht, dass der besonders artenreich sein muss. Guckt man sich die sibirische Taiga an, das ist auch Urwald. Ist der besonders artenreich? Nö, im Gegenteil, weil da ist halt saukalt und da gibt es nur wenige spezialisierte Tier- und Pflanzenarten, die da überhaupt mit diesen Bedingungen klarkommen. Die Biodiversität ist verdammt niedrig, das ist aber normal da oben. Und bei uns in Deutschland, der Buchenwald ist
seit schätzungsweise 4000 Jahren erst hier. 4000 Jahre ist evolutionär gesehen eine kurze Zeit. Das heißt, nur 4000 Jahre hatten sämtliche Tiere Zeit, sich anzupassen, um unserem jungen, in Anführungszeichen jungen, Buchenwald klarzukommen. Und das hat dazu geführt, dass es im Buchenwald nicht einen einzigen Endemiten gibt. Robert, das ist dir ein Begriff. Für alle anderen, ein Endemit ist jemand, der nur in einem ganz speziellen einzelnen Lebensraum vorkommt. Und woanders gibt es den nicht. Und Endemiten sind aus Artenschutzsicht unglaublich wertvoll, weil wenn du ein bestimmtes Ökosystem hast mit einem hohen Endemitenreichtum und dieses eine Ökosystem machst du kaputt, baust ein Hotel drüber oder was auch immer, dann sind ein Haufen Endemiten dort weltweit ausgestorben. Die gibt es nämlich nur da. Ja? Endemiten sind also ganz wichtig, dass man die unbedingt schützen muss, um eben ein weltweites Aussterben einer kompletten Art, Tier oder Pflanze oder Pilz, selbstverständlich auch das, zu verhindern. So, und wie gesagt, im Buchenwald gibt es keinen einzigen Buchenendemiten. Der Buchenwald ist noch gar nicht lang genug da, dass irgendein Käfer gelernt hätte oder Pilz oder Pflanze, mit der Buche in so einer engen Symbiose zu leben, dass man es mit keinem anderen Partner schaffen könnte und wirklich nur zusammen mit der Buche existieren kann. Das ist noch nicht vorgekommen. Das mag sein, dass das in 1000 Jahren soweit ist, dass der erste Buchenendemit sich bildet. Vielleicht erst in 2000, vielleicht erst in 3000 Jahren. Bis dahin gibt es vielleicht den Planeten nicht mehr. Jedenfalls nicht, wie wir ihn kennen. Das wissen wir alles nicht. Aber ein Buchenwald enthält stinknormale Standardwaldarten. Bestenfalls davon relativ viele. Die hätten wir aber auch in einem Eichenwald, in einem Lindenwald, in einem Eichenhainbuchenwald, in einem durchschnittlichen Auwald, in einem eigentlich nahezu fast überall. Es ist relativ egal, was für Bäume du da hinstellst. Hauptsache, es ist ein Wald in Mitteleuropa, sprich zum Beispiel Deutschland. Dann kriegst du da die Standard-Waldbewohnerarten. Und das sind bestenfalls ein paar hundert Pilzarten und ein paar hundert Insektenarten. Die pflanzliche Biodiversität, und das können wir an dem Bild, was wir da jetzt als Schlussbild so mehr oder weniger sehen, auch wunderbar erkennen, beträgt im Buchenwald, insbesondere im Sommer, nämlich lächerliche vielleicht 4 oder 5, sowas um den Dreh. Ja, du findest da Buche und wenn du Glück hast, hängt an irgendeiner Buche noch ein bisschen Efeu, vielleicht steht in irgendeiner Ecke noch ein bisschen Farn und hier und da wächst noch ein letztes bisschen Brombeere und wieder an einer anderen, etwas helleren Ecke findest du noch Luzula luzuloides, die weiße Heimsinse, die darauf hinweist, dass man hier im Buchenwald ist, was man auch so sehen würde, weil da stehen ja Buchen. Und das war es dann mehr oder weniger auch mit der pflanzlichen Biodiversität. Mag sein, dass es Buchenwälder gibt, die haben dann 8 oder 10 Arten. Ich mache bei meinen Führungen immer das Spielchen, dass wir in besonders alten und so naturnahen, wie es nur geht, Buchenwäldern mal zählen, wie viele Pflanzen wir finden. Der Rekord liegt bei 12. Ja, unterschiedliche Pflanzenarten. Also die pflanzliche Biodiversität ist wirklich unter aller Sau. Im Frühjahr ist ein bisschen besser, weil da die ganzen Frühjahrsblüher wie Anemone, Schneeglöckchen, Märzenbecher, Bärlauch und so weiter auftauchen. Die sind dann aber im Sommer dann auch schon wieder weg. Das heißt, wir haben nur eine kurzfristige pflanzliche Biodiversität, die auch eine gewisse Vielfalt mit sich bringt, aber auch dann reden wir davon vielleicht 40 Arten pro Hektar, sowas um den Dreh. Ne? Erst Totholz, und das ist jetzt der wesentliche Knackpunkt, macht einen Buchenwald biodivers, weil erst im Totholz Pilze und Insekten im größeren Stil leben können oder vom Totholz auf dem Totholz, je nachdem. Der Pilz frisst das Totholz, das Insekt frisst den Pilz. Jeder Pilz hat sein spezialisiertes Insekt, jedes Totholz hat seine spezialisierten Pilze. Der Buchenwald, dadurch, dass er nur aus einer Baumart besteht, oder fast nur aus einer Baumart, hat damit einen massiven Nachteil zu jedem Mischwald, der sich natürlich bilden würde, weil der zumindest mal aus 2 oder 3 Baumarten besteht. Und jede dieser Baumarten hat wieder ihre spezialisierten Pilze und ihre spezialisierten Käfer auf ihre spezialisierten Pilze. Und dann kommt nochmal ein spezialisierter Käfer, der sich dann auf einen anderen Käfer spezialisiert hat und den wieder frisst. Und dann kommt der Specht und frisst den obersten Käfer und den mittleren Käfer auch. Und dann kommt der Marder und schnappt sich den Specht und wir haben eine komplette Nahrungskette, nennt man das ja so schön. Ja? Und das ist ganz, ganz, ganz entscheidend, dass man sich klar macht, Buchenwald in Deutschland zu schützen, ist Naturschutz. Man schützt die natürliche Sukzession, die natürliche Entwicklung des Ökosystems zu dem, was ohne unser Zutun von alleine entstanden wäre. Es ist nicht
gleichzeitig, sondern eher im Gegenteil, es ist nicht Artenschutz. Jeder Mischwald, auch wenn er nicht besonders alt ist und wenn er sogar noch Baumarten enthält, die davon alleine gar nicht vorkommen würden, jeder Mischwald, solange Totholz vorhanden ist, ist immer artenreicher als ein Buchenwald, in dem auch Totholz vorhanden ist. Ist im Buchenwald kein Totholz vorhanden, zumindest auf dem Bild, das wir hier sehen, ist das so, dann ist der Buchenwald eins der artenärmsten vielleicht sogar das artenärmste Waldökosystem in Mitteleuropa. Das natürlichste, gleichzeitig aber auch das artenärmste. Das muss man sich klar machen. Und damit möchte ich schließen und euch da gerne, und den Robert, wenn er Lust hat, da gerne drüber nachdenken lassen. Bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Entschuldige mich, Fremdmaterial eingesetzt zu haben. Ich denke, in diesem Zusammenhang war es erstens mal vom Zitatrecht gedeckelt und zweitens sowieso, denke ich, in Ordnung, da der Robert selber sich ja auch sehr viele Reactions im klassischen Sinne macht. Und das wäre es von mir. Bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.